Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Könnt ihr euch noch an dieses Video erinnern mit dem TBS Toys Militärjeep, den ich schon mal vorgestellt habe? Den fanden wir ja von der Konstruktion ganz gut und auch von der Idee, die da verfolgt wurde, ganz gut. Hatten aber trotzdem auch einige Probleme damit, gerade von der Teilequalität. Und da habe ich ja gesagt, dieser Militärjeep, da ja nur knapp 50 Teile hatte, da hat das noch funktioniert, auch mit der schlechten Teilequalität. Die Frage ist dann, wie funktioniert das bei einem größeren Set davon? Deshalb habe ich mir mal eins der größeren TBS Toys Klemmbaustein Sets bestellt. Das hat zwar auch nur 96 Teile, aber dadurch, dass wir viele Formteile verwendet haben, wird es eben trotzdem ein relativ großes Set, wie schon damals bei dem Militärjeep. Heute habe ich nämlich für euch einen Humvee mitgebracht. Das ist dieser schwarze Kollege hier. Und das ist so ein Polizei-Humvee, den wir wieder mal mit zwei verschiedenen Sachen bekleben können. Einmal in dieser Stadttarnung, in Anführungszeichen, als Kriegsset oder eben mit den Police-Stickern. Wie beim letzten Set werde ich wahrscheinlich wieder keine nutzen. Denn von solchen Stickerbögen halte ich absolut gar nichts. Und beim letztmaligen Militärjeep war es ja letztendlich sogar so, dass es ohne Sticker besser ausgesehen hätte als mit. Bei der TBS Toys J773 haben wir eine Auffaltanleitung. Es ist wieder so, dass alles ausgegraut wird, was gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Farbe dargestellt. Und jetzt kann man sich schon mal wundern, hä, du hast doch gesagt, das Set ist schwarz, warum haben wir hier beige Teile? Das liegt daran, dass wir bei diesem TBS Toys Set mehrere Fahrzeuge haben, die nur in einer anderen Farbe sind, aber ansonsten genau gleich aufgebaut sind. Und hier haben sie eben dann mal ein bisschen mit den grünen Teilen, mal ein bisschen mit den beigen Teilen und mal ein bisschen mit schwarzen Teilen gearbeitet. Und diese Anleitung wird einfach bei allen drei Fahrzeugen dazugelegt als universelle Anleitung. Ist natürlich auch ein Weg, um Geld zu sparen. Wie es sich natürlich nach dieser Anleitung dann bauen lässt, werden wir im Laufe des Videos sehen. Da wir hier mal wieder einen China-Eigenimport haben, haben wir keine Originalverpackung dazu, sondern eben nur ein Polybag. Den habe ich schon mal ausgeleert und ich mache jetzt auch schon mal die Teiletüten leer, sodass wir uns zusammen die Teile anschauen können. Wie schon erwähnt, haben wir ja hier einige Formteile dabei, wodurch wir auch mit relativ wenig Teilen ein recht großes Fahrzeug für die Teileanzahl bekommen. Das ist ja auch so ein bisschen der Stil, in den auch Kobi geht, dass es eben mehr wie Modellbau als ein Klemmbausteinset aussieht. Im Vergleich zum letzten Mal fällt sehr positiv auf, dass diese Teile hier eine viel, viel bessere Qualität vom Aussehen schon mal haben. Die sind weniger zerkratzt und sehen auch wirklich nicht schlecht aus. Und zumindest bei den Teilen, die nicht nochmal in so einer Form hier hängen, haben wir auch keine großen Angusspunkte dran. Aber apropos Teile, die in einer Form hängen. Davon haben wir sehr, 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 habe ich schon erwähnt, sehr viele. Und das ist meines Erachtens immer noch ein No-Go. Die Teile gehören einfach ausgelöst zum Endkunde. Weil wir, wenn wir die jetzt aus der Form rausmachen, natürlich riesige Angusspunkte dran haben. Da hat aber zumindest der liebe Nobby uns in die Kommentare einen Tipp geschrieben, wie wir das Ganze am besten wegmachen können. Der kennt sich ja gerade mit diesen Spritzgusstechniken aus. Ich mache jetzt auf jeden Fall schon mal die ganzen Teile aus dem Plister, fange dann an zu bauen und wir sehen uns beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Ich wünsche wie immer viel Spaß dabei. Und wir sind jetzt fertig mit 6 Bauschritten und durch die großen Formteile geht das natürlich hier sehr, sehr gut voran. Wir haben jetzt nach diesen 6 Bauschritten eigentlich so gut wie alle ganz normalen Teile verbaut. Sowas wäre noch dabei, so eine 1x4er-Plate und die kleinen 1x1er Rundfliesen als Lichter. Aber sonst ist wirklich alles, was normale Klemmbausteine sind, jetzt schon verbaut. Ansonsten haben wir wirklich nur noch die großen Formteile in jeder möglichen Form. Ich habe jetzt für diesen Baufortschritt kürzer gebraucht als für das Auslösen der ganzen Formteile aus den ganzen Plastikträgern. Also das ist nur Müll, das sind nur Plastikträger und wie gesagt, das ist wirklich für mich ein No-Go. Ansonsten ist bei den Teilen hier das Baugefühl auf jeden Fall viel besser, als ich es von diesem Fahrzeug hier gewohnt war. Also die Teile passen gut zusammen, wir haben einen schönen Anpressdruck, sie liegen von der Klemmkraft irgendwo zwischen Lego und Kobi, also das ist wirklich in Ordnung. Sie fühlen sich auch viel, viel hochwertiger an und gehen vom Aussehen und vom Baugefühl so ein bisschen Richtung Sembo-Steine. Also da hat mich das Set bisher auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Von der Konstruktion ist natürlich noch nicht viel zu sehen. Wir haben ein paar Sitze reingebaut und das Fahrwerk schon mal fertig gebaut. Kleiner Tipp, wenn ihr hier die Räder zusammensteckt, das macht ihr schon im ersten Bauschritt. Wir haben dort so einen Pin mit Achsaufnahme und eben diesen Reifen. Wenn ihr das jetzt zusammensteckt, dann steckt das am besten wirklich so, dass ihr zwischen der Achsaufnahme und dem Reifen nochmal mindestens so viel Platz habt.
weil sonst ist das hier so eng gebaut, dass es schleift. Wenn ihr es aber so baut und dann vorsichtig zusammensteckt, dass ihr den Platz dort auch behaltet, dann rollt er wirklich ziemlich gut. Bei Lego ist es kein Problem, wenn man die wirklich komplett reinsteckt. Hier hattet ihr dann ein kleines Problem. Aber das könnt ihr mit so einem kleinen Typ schon mal leicht beheben. Ich baue jetzt auf jeden Fall weiter. Wir bauen jetzt noch die ganzen Formteile ran und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Set wieder. Und dann gibt's wie immer eine Kaufempfehlung oder eben nicht Kaufempfehlung. Ihr kennt das ja mittlerweile. Bis gleich. Und nach nun insgesamt 9 Bauschritten ist auch schon der Humvee fertig. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesem Set, weil der vereint die guten Eigenschaften, die ich schon bei dem anderen Jeep mitgenannt hatte, mit einer viel besseren Teilequalität, als sie beim Jeep der Fall war. Auch bei diesem Militär-Humvee ist es mal wieder so, dass die Formteile einfach unglaublich gut ineinander passen. Und das ist ein richtig befriedigendes Gefühl, wenn die sich so richtig schön anschmiegen und alles einfach genauso funktioniert, wie es sich der Hersteller hier gedacht hat. Das habe ich ja schon bei dem anderen Jeep cool gefunden. Hier sehen die Formteile aber nochmal detaillierter aus als beim anderen Jeep. Und dadurch sieht er einfach, obwohl es jetzt nicht das größte Set ist, richtig, richtig gut aus. Und das meines Erachtens von allen Seiten. Und das ist eben auch nur möglich, weil dieses Mal die Teilequalität eine ganz, ganz andere ist als beim Militär-Jeep. Wenn wir uns mal kurz gemeinsam dran erinnern. Beim Militär-Jeep sahen die Teile so aus. Also die Kratzer waren ganz schlimm. Die Ungenauigkeiten auf den Teilen waren ganz schlimm und das war der größte Kritikpunkt, den ich an dem Militär-Jeep hatte neben dem Preis. Und hier sehen die Teile so aus. Ihr habt ihn ja schon so ein bisschen in der Nahaufnahme gesehen. Die Teile sind natürlich nicht perfekt, sind nicht hundertprozentig glänzend, wir haben mal eine matte Stelle dabei, aber es ist auf jeden Fall ein riesiger Schritt in die richtige Richtung vom Militär-Jeep zum Humvee. Und dann haben wir auch noch Funktionen bei dem Humvee. Wir können hier alle Türen öffnen. Nach vorn haben sie leider keinen Anschlag, aber sie klipsen hier richtig schön rein. Na, also die sind auf jeden Fall auch fest und wenn man das Set dreht, dann fällt da keine Tür auf. Genauso bei der anderen Seite. Dann können wir die Motorhaube hier leicht anwinkeln. Wir sehen zwar keinen Motor drin, aber so kann man in einem Diorama gegebenenfalls gut eine Panne darstellen. Dann können wir auch hier hinten noch die Klappe öffnen. Und legen damit noch den Kofferraum frei, ist zwar auch jetzt nichts zu sehen, aber das kann man auch noch selber nach Lust und Laune verzieren. Und auch diese Klappe hier ist natürlich zu öffnen, damit man hier einen Schützen reinstellen könnte. Und apropos Schütze, das ganze Gewehr, was wir hier vorn drauf haben, können wir auch sehr frei bewegen und das hält, da fällt nichts ab. Das Gewehr ist auch so ein Highlight vom Detailgrad her. Und noch beeindruckender ist, dass wir das Gewehr aus insgesamt 6 Teilen trotzdem bauen. Das ist jetzt nicht ein Guss und es hält trotzdem super gut und sieht sehr schön aus. Und wir dürfen trotzdem noch Teile zusammenstecken. Alles in allem bin ich wirklich ein Fan von dem Set. Natürlich ist das wieder diese Frage, möchte ich mehr aus normalen Klemmbausteinen mit wenigen Formteilen bauen oder mit mehr Formteilen und dann Klemmbausteine zusammenstecken, die schon fast in Richtung Modellbau gehen vom Detailgrad. Aber das ist eine ganz persönliche Präferenz, der eine mag eben dies und der andere das mehr. Sehr cool ist auch noch, das ist nicht die einzigste Form, wie wir den Humvee bauen können. Wir können auch das Gewehr abnehmen und machen dann noch diesen Aufbau mit Ersatzreifen drauf. Und wir können auch hier hinten den Kofferraum komplett abnehmen mit 3 Formteilen und können dort dieses Gestell noch drauf bauen, dass es dann mehr in Richtung Expedition als Militär-Humvee geht. Meines Erachtens ein sehr schönes Feature, weil man 2 grundlegend verschiedene Sachen damit darstellen kann. Und mein großes Problem beim 50 Teile Militär-Jeep von TBS Toys war ja noch der Preis. Denn der hat knapp 9 Euro im Eigenimport gekostet und das war mir zu viel. Dieses Set bekommt man für 10 bis 11 Euro im Eigenimport. Ist natürlich für die Teileanzahl immer noch teuer. Man muss aber sehen, was man daraus bekommt, wie viel Liebe zum Detail in den Formteilen auch steckt. Und dann finde ich hier den Preis im Gegensatz zum Militär-Jeep angemessen. Mit dem kleinen Trick bei den Reifen rollt er auch wirklich gut. Also alles in allem hat mich dieses Set auf jeden Fall von TBS Toys überzeugt. Und ich werde mir auch in Zukunft nochmal TBS Toys Sets anschauen, einfach um zu überwachen, ist das die normale Teilequalität und das hier ein schlechter Ausrutscher? Oder ist das die normale Teilequalität und das hier ein guter Ausrutscher nach oben? Aber dieses Set, wann das die normale Teilequalität sein sollte, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und ihr werdet damit auch viel Spaß haben. Und selbst wenn ihr nicht auf diesen Modellbau-Klemmbaustein-Style steht, sondern eher auf die normalen Steine, könnt ihr das gerne mal ausprobieren, weil das ist ein ganz anderes Gefühl, als normale Klemmbausteine zusammenzubauen. Und trotzdem kann man eben die Steine zusammendrücken, die man ja so sehr liebt. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt oder ein anderes Set aus der TBS Toys Reihe, dann schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
Haut rein, euer Valleybrick.